Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Minecraft Jurassic World. Mittlerweile haben wir echt viele Tierchen schon. Das hier ist unser größtes Tierchen, das ist der Forus Rakos. Ist glaube ich schon fast ausgewachsen. Ich glaube einen Ticken größer wird er aber noch. Dazu kommen wir aber gleich nochmal ein bisschen genauer. Der Nautilus ist ja auch noch glücklich und zufrieden, aber leider ein bisschen allein. Da müssen wir unbedingt noch irgendwie Zuwachs bekommen, damit er auch Eier legt. Dann haben wir hier unseren neuesten Mitbewohner. Er guckt uns sogar an. Das ist der kleine Allo. Bin mal gespannt, ob der dann auch noch diese süßen, was heißt süßen, diese coolen Höcker über den Augen bekommt, diese roten. Süß sind die nicht, die sind eher bedrohlich. Und hier haben wir unseren Cerato. Der hat es auch schon ganz schön gewachsen, ne? Also der ist schon fast so hoch wie der Zaun. Nicht schlecht. Wird auch sein, dass wir mal kurz gucken, wie es den Tieren so geht. Wie wir gut versorgt sind. 400 Fleisch, das ist gut. Zu dem Forus Rakos übrigens. Nur mal kurz gucken. Sieht man irgendwo, ob der ausgewachsen ist? Das weiß ich gar nicht. Alter 7. Ansonsten sehe ich hier leider nichts. Weibchen, Knochen. Tagaktiv. Ihr habt auf jeden Fall in die Kommentare geschrieben, dass man den gar nicht reiten kann. Das wäre ganz schön belastend. Kannst du mal mit ausprobieren. Noch geht leider nichts, weil ich glaube, normalerweise kann man mit der Peitsche auf den Dinosaurier aufsteigen. Aber ich könnte mir halt vorstellen, dass er auch noch nicht ganz ausgewachsen ist. Also ich gebe die Hoffnung nicht auf. Wäre aber sehr schade, wenn es nicht geht. Und dann gucken wir hier auch nochmal schnell. Ja, das nächste Reittier, wenn das nicht funktionieren sollte, ist natürlich dann hier der Cerato. Ich weiß gar nicht, wie alt ist der schon? Auch schon 3 Jahre alt. Ich weiß halt nicht, ab wann oder welchem Alter die als ausgewachsen gelten. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, ob man das irgendwo sehen kann. Auch hier haben wir noch 400. Alles entspannt. Und dann gucken wir nochmal hier. Von dem Kleinen. Der hat auch noch 300. Und der kriegt noch das hier. Dann habe ich zwar nichts mehr, aber dann hast du auch fast 400. Dann seid ihr erstmal alle gut versorgt. Ich kann euch aber schon mal das Ziel für diese Folge verraten. Das habe ich ja schon in der letzten Folge, glaube ich, gesagt. Ich möchte nämlich so ein Verzauberungs... Wie ist das denn? Nur Bücher hier, ne? Gibt doch so einen Tisch. Magie? Na, wie heißt der denn? Da ist er. Tisch. Zaubertisch heißt er einfach nur. Den müssen wir bauen. Dafür brauchen wir Obsidian. Das können wir finden oder halt selber machen mit Lava und Wasser. Und ein Buch, das haben wir schon. Aber wir brauchen auch noch so Bücherregale dann. Diese Dinger hier. Damit wir mit höheren Leveln verzaubern können. Das heißt, wir brauchen ganz, ganz viele Bücher. Und deshalb gehe ich jetzt auch als allererstes, glaube ich, mal hier gucken. Ah, ist noch nichts gewachsen. So Mist. Ah, wir haben Knochenmehl und sowas, ne? Das könnten wir uns auch, glaube ich, zunutze machen. Weil damit kann man doch die Sachen hier wachsen lassen, ne? Wenn mich nicht alles täuscht. Und das wäre ja in... Also jetzt gar nicht so schlecht, gerade am Anfang. Kann man das hier auch wachsen lassen? Scheint nicht. Oh nein. Ja, hier geht's. Oh, toll. Ja, dann machen wir die aber eben schnell groß und ernten die ab. Ist ja auch nicht verkehrt. Das ist jetzt echt schade, muss ich sagen, weil das wäre cool gewesen. Weil die vermehren sich dann natürlich auch proportional. Wenn man halt immer mehr Pflanzen hat und die dann alle gleichzeitig wachsen. Das ist immer ganz angenehm. Dann hätten wir, glaube ich, relativ schnell viele Zuckerrohre gehabt. Die brauchen wir nämlich für die Bücher. Aber wir können ja uns auch gleich nochmal auf die Suche begeben. Essenstechnisch können wir uns ja gleich dann die ganzen Dinger hier zusammenpacken und uns Brote backen. Aber erstmal bepflanze ich jetzt schnell hier neu. Mal schauen, wie viel wir rauskriegen. 5 Brote immerhin. Ja, im Endeffekt sind es 6. Ist besser als nichts. Dann haben wir wenigstens was. Und noch ein weiteres Ziel für heute, das ist definitiv dieses... Warum was denn? Ja, wo ist das? Ach, das ist noch hier drin, ne? Das zerbrochene antike Schwert reparieren. Das heißt, wir müssen ganz viel buddeln und graben, damit wir was von diesem Reliktschrott bekommen. Also es gibt wieder sehr, sehr viel zu tun. Ich werde mich jetzt auch als allererstes, glaube ich, mal eine ganze Weile unten in die Mine begeben. Es ist übrigens aktuell so, dass relativ wenig Livestreams kommen, weil es so heiß ist.
und ich dann meistens sowieso irgendwie morgens oder abends, also ganz spät abends um 0 Uhr oder ab 0 Uhr so aufnehme. Und da wäre halt ein Livestream nicht so angebracht von der Zeit. Deswegen mache ich momentan lieber Videos. Aber es ist einfach draußen so warm und dann will man halt auch den Tag genießen und nicht vorm PC hängen. Und dann lieber ganz früh morgens oder ganz spät abends Sachen für YouTube erledigen. Ich hoffe, damit seid ihr alle okay. Ich werde aber versuchen, jetzt am Wochenende oder so mal wieder einen schönen Livestream für euch rauszuhauen. Das kriege ich sicherlich hin. Aber es ist jetzt immer noch, also es ist jetzt gerade 0.27 Uhr, wo ich aufnehme. Und es ist immer noch so warm hier. Das ist echt unglaublich. Ich weiß gar nicht, wie das werden soll, wenn es erstmal irgendwie draußen über 30 Grad sind. Ich glaube, dann ist es fast unmöglich, am PC zu hängen. Weil ich weiß nicht, wie ich nachher schlafen soll. Ich werde halt beide Fenster aufreißen und mein Glück versuchen. Aber der PC heizt natürlich beim Aufnehmen auch nochmal besonders schön warme Luft ins Zimmer. So, ich habe es aufgegeben. Wir haben allerdings... Oh! Sechsmal Triceratops-Dinner, alles klar. Den ganzen Knochen. Ich habe hier noch 4 Reliktschrott insgesamt bekommen. Dieses gefrorene Fleisch ist auch, glaube ich, ganz cool. Und 4 Biofossilien, also das gucken wir uns gleich nochmal an, was da rauskommt. Triceratops-Gene haben wir jetzt genug. Wir haben ja sogar schon hier ein fertiges Ei dafür. Also davon brauchen wir definitiv nicht noch mehr. Hier auch noch solche Smaragde. Ich hab die nämlich mal mit, falls wir noch so einen Händler finden, der vielleicht mit uns traden will. Das wäre, glaube ich, nicht verkehrt. Und die lasse ich auf jeden Fall hier, die Reliktschrott. Davon brauchen wir, ja, ich will mindestens 15 oder so haben. Vorher will ich das nicht nochmal anschmeißen. Nicht, dass wir wieder so viel verlieren. Biogu haben wir noch. Ansonsten ist ja alles noch entspannt. Was ist das denn? Platybelodon-DNA. Sieht ja aus wie ein Mammut. Oh, wie cool ist das denn? Oh, ich wollte eigentlich nicht noch ein Dino ausbrüten oder noch ein Urzeitlebewesen. Aber da juckt es mich ja schon in den Fingern, muss ich sagen. Rohes Hammelfleisch, okay. Das brenne ich mir nochmal ganz fix. Dann haben wir noch ein bisschen mehr zu essen für den Weg gleich. Ansonsten ist hier leider nur Müll rausgekommen. Schade, schade. Das sieben wir durch. Wir sind aber gut dabei, also da kann ich mich echt nicht beklagen. Ich habe nur ein riesiges Ordnungsproblem. Halt immer so, wenn ich alleine spiele, dann... ja gut, wenn ich mit Leuten zusammenspiele, saue ich auch immer alles voll, aber meistens räumen die dann auf. Ich finde immer sehr unordentlich. Ich gehe halt farmen und schmeiße dann alles in irgendwelche Truhen. Ich brauche da eigentlich immer jemanden, der mir den Krams... ganz ruhig. Mir den Krams hinterher räumt. Ja, ich werde mich jetzt aber auf die Reise begeben mit dem Boot, denke ich. Alter, was brüllt der so laut? Und dann suche ich Zuckerrohr und auch Wasser. Ich will erstmal ernten hier. Wenn wir nur das oberste abschlagen, können wir hier noch mehr anpflanzen. 9 Stück zusätzlich. Das ist halt echt praktisch. Zuckerrohr kann man super schnell vermehren. Ich bin jetzt aber erstmal mit dem Boot hier ein bisschen die Kanäle entlang düsen. Warte mal, sieht man da oben schon Lava auf der Map? Weil ihr seht das da auf der Karte oben rechts, das was Orangenes. Das könnte doch Lava sein. Dann hätten wir nämlich schon mal das Obsidian-Problem soweit gelöst. Dann brauchen wir vielleicht gar nicht auf Reise gehen. Wobei ich schon gerne erkunden würde. Ansonsten sind wir nämlich heute in der Folge nur am Farmen und am... Oh, perfekt. Und am, ja, in der Mine rumbuddeln. Wäre nicht so spannend. War das die Lava, die das Geräusch gemacht hat, oder ist hier ein anderer Dino? Der ist bestimmt nicht nett. Das sieht aus wie ein Säbelzahntiger. Ich gehe mal schauen, ob der nett ist. Brüllt uns auf jeden Fall an. Oh Gott, hier sind 2. Oh, Säbelzahntiger-DNA hätte ich auch gerne, ne? Sollen wir
wir mal einen Kampf versuchen? Let's go. Aua. Er schiebt mich voll weg. Aua. Aua. Alter. Der kickt mich in die Lava. Oh, der... Habt ihr das gesehen, wie gezielt der versucht hat, mich in die Lava zu kicken? Richtig frech. Aber das haben wir erfolgreich geschafft. Jetzt haben wir sogar Säbelzahntiger-DNA. Den ganzen Knochen, die wir bekommen haben. Und jetzt hatten wir wenigstens ein bisschen Action. Nicht schlecht. Ist immer spannend herauszufinden, gegen so Tiere, die man nicht kennt, wie stark die sind. Auch wenn es immer natürlich riskant ist. Aber stellt euch mal vor, er hätte mich hier echt in die Lava gekickt. Dann wären all unsere Items im schlechtesten Fall verbrannt. Das wäre belastend. So, 3 Stück. Das war ein kurzes, aber sehr, sehr interessantes Abenteuer mit einer neuen Spezies, die wir hier gesehen und gefunden haben. Ey! Geht's noch? Was greift er mich denn an? Junge! Einfach aus dem Nichts? Ist er so aggressiv? Hat leider kein Fleisch fallen lassen. Die Knochen lasse ich liegen, weil Dryo-DNA brauchen wir nicht. Und jetzt alle aggressiv? Oh, tatsächlich, was ist denn los? What is going on? Seit wann sind die alle so wütend? Hat sich hier irgendwas geändert? Jetzt sollten wir das eigentlich machen können, den Zaubertisch. Wir brauchen 4. Oh, Leute. Das kann doch nicht sein. Das heißt, ich muss nochmal unterwegs. Ich suche eine andere Lavaquelle, damit es nochmal... Damit wir vielleicht auf dem Weg nochmal irgendwie was Spannendes finden. Oh, das ist übrigens deren ausgewachsen, der Vogel. Schnell das Schild. Wo ist es? Oh. Ach nee, das ist ein anderer Vogel, ne? Ich glaube, den kann man reiten. Meint ihr, wir können den platt machen? Hier Fleisch. Guck mal, wie er pickt mit seinem Kopf. Ich glaube, die Folge entwickelt sich in eine Richtung, die ich es nicht erwartet hätte. Wir werden hier wahrscheinlich doch ganz schön viel erleben. Finde ich aber gut. Ich bin froh, dass wir wieder Nahrung haben. Wir haben auch 51 Level, also wir dürfen nicht sterben. Ganz, ganz dringend. Ich werde das jetzt einmal durchlaufen lassen, nehme den Ofen und die Werkbank wieder mit. Und dann kämpfen wir uns, wenn ihr mal oben rechts auf die Karte guckt, ich kann es euch hier zeigen, uns bis hier vorne hin vor. Das sieht nach Lava aus. So, auf geht's. Hier sind auch noch ein paar Schweinchen. Die nehmen wir natürlich auch mit. Wir brauchen alles an Fleisch und Nahrung, was wir kriegen können. Für uns und für unsere Tiere. Also wir müssen auf jeden Fall noch irgendwie eine Zucht an Kühen oder so größer ziehen. Weil sonst geht mir ständig die Nahrung aus, weil ich selber brauche ja so viel. Und die Tiere natürlich auch. Komm, ich will ja auch irgendwie noch mehr Tiere haben, muss ich sagen. Ich glaube, ich könnte den ganzen Tag irgendwie Tiere schlachten und hätte nicht mal genug. Echt eine interessante Gegend. Ah, da ist die Lava. Sehr schön. Wobei ich mir unsicher bin, ob mir das was bringt. Ich brauche aber nur einen Lava-Block, ne? Das heißt, ich könnte mal eben... Wartet. Ich mach mal eben so. Und dann snacke ich mir die da raus. Ich glaube, das ist nur eine Lava-Quelle, die man richtig benutzen könnte. Kann natürlich sein, dass dahinter noch mehr ist. Aber die snacken wir uns mal eben. Ne, ist wirklich nur eine Lava-Quelle. Und jetzt sollte nämlich hier nach und nach die Lava komplett verschwinden. Also alles hier, weil das alles von diesem einen Feld ausgegangen ist. Aber wir haben die jetzt. Wir können jetzt einmal so machen. Und da gießen wir jetzt unseren Wassereimer rüber. Dann haben wir zumindest unser Obsidian, was das Ziel war. Müssen wir nur noch den Weg gleich zurück schaffen, um jetzt drauf zu gehen. Aber ich werde jetzt hier die Berge auch noch schnell absuchen nach ein bisschen mehr Nahrung. Ich habe hier schon Schweinchen gesehen. Und dann können wir das auch noch alles braten.
Oh, noch mehr Schweine. Es hört gar nicht auf. Was haben wir denn jetzt schon? 36. Oh, das ist richtig gut. Weil die Tiere waren ja gut versorgt. Jetzt bin ich auch gut versorgt mit 36. Ich werde das, glaube ich, auch erstmal nicht teilen. Ich denke nicht, dass die Tiere irgendwie Probleme machen mit 400 Nahrung im Vorrat. Halt aber die Augen noch offen nach interessanten Sachen. Es gibt hier auch immer neue Ressourcen und sowas noch zu finden. Aua! Hey, was sind die alle so wütend auf mich? Dinos sind richtig aggressiv. Ich weiß nicht, was das soll. Ich hoffe jetzt hier übrigens auf das Fleisch. Das wollte ich nämlich gerne mitnehmen. Die Knochen vom Gallimimus brauchen wir nicht. Also ich sollte mich heute den Dinos nicht mehr nähern. So, das Fleisch brät. Hier haben wir 7-mal Säbelzahntiger DNA. Also wenn man die Tiere tötet und das Risiko in Kauf nimmt, dann wird man auch ordentlich belohnt. Nur wird es natürlich bei einem T-Rex oder so auch schwierig dann. Aber ich glaube nicht, dass ich das hinbekomme. 5 Reliktschrott haben wir schon. 7 Biofossilien. Boah, das ist ja ein Traum hier alles. Ich packe hier mal alles rein, was ich noch habe. Und dann schauen wir mal uns die Ausbeute an. Jetzt können wir aber endlich hier hingehen und den Zaubertisch machen. Das hat jetzt auch lang gedauert. Dass wir hier vielleicht nochmal ein kleines Häuschen oder sowas planen. Ich habe mir noch nicht so einen richtigen Grundriss überlegt, wie ich das hier später gestalten möchte. Aber ich werde jetzt heute auch noch kein Haus bauen dafür. Ich werde erstmal auf eine Plattform einfach kommen, würde ich sagen. Ich weiß gar nicht, wie groß die sein muss. Ich glaube 5x5, wenn mich nicht alles täuscht. Damit alles so weit drauf passt. Ja, dieses Schild nervt manchmal echt beim Bauen und sowas. Also das stört mich irgendwie, weil das da manchmal nicht so reagiert mit dem Platzieren. Der dann das Schild so davor hält. Dann mache ich es jetzt mal weg. Und hier in die Mitte kommt jetzt der Zaubertisch. Wunderschön. Und da müssen außenrum ganz viele Bücherregale. Ich muss jetzt nochmal schauen, was ich an Ressourcen habe. 3 Bücher. Ich weiß, ich habe immer noch nicht aufgeräumt. 5? Oh! Wait. Das heißt, wir haben 9 Reliktschrott schon. Das ist ja richtig gut. Hier ist nur Müll rausgekommen. Danke für nix. Oh, ich lasse mich immer so schnell ablenken. Jetzt bin ich schon wieder verwirrt. Regal. Holz und Bücher. Und jetzt können wir doch hier mit irgendeiner Taste, wenn ich noch wüsste, welche das wäre, alles machen, was geht, oder nicht? Ach, da mache ich es halt einzeln. Irgendeine Taste konnte man gedrückt halten, wenn man da drauf klickt. Toll, wir haben jetzt echt nur so wenig rausbekommen. 2 Bücherregale. Das ist ja läppsch. Damit können wir ja noch nichts verzaubern wahrscheinlich. Können wir gleich mal rausfinden. So, machen wir mal hier die rein. Das ist Level 10 verzaubern, das ist das Maximum. Das ist zu wenig. Wäre Effizienz 2. Haltbarkeit. Also wir brauchen noch Lapis Lazuli. Hatten wir ja auch noch irgendwo hier rumfliegen, denke ich. Ja, da können wir mal so einen ganzen Stack da reinpacken. Und bevor wir jetzt verzaubern, müssen wir halt jetzt noch warten. Was ist das denn? Alter! Junge! Was macht der? Alles klar. Oh mein Gott. Junge! Was ist mit dem los? Geh weg! Alter! Mal die Rüstung anziehen oder machen wir den fertig? Das lasse ich nicht auf mir sitzen. Ich glaube, wir sind das erste Mal gestorben, oder? Kann das sein?
Das war ja richtig gemein. Der hat mich voll geone-shottet. Den darf man anscheinend nicht an sich ranlassen. Oh nein. Okay, alles gut. Ich sehe halt nur nichts. Oh, ich bin schon wieder gar nicht gesehen. Sind ja richtig fies, die Dinger. Stirb. Und ich glaube, jetzt ist alles weg. Ah, das ist ein Problem, Leute. Ich weiß, wie der entstanden ist, leider. Ich hatte hier mir so einen Teerblock gesichert. Und das scheint nicht gut zu funktionieren. Also das kann ich so nicht lassen. Was passiert eigentlich, wenn man über das Teer Wasser gießt? Ist dann weg? Nee, schade. Ja, ich mach's zu. Dann haben wir kein Teer. Macht nichts. So, jetzt wurde ich aber wieder komplett abgelenkt. Ich wollte eigentlich hier nämlich gucken. Lapis Lazuli. Schwert. Schärfe. Was fehlt denn jetzt hier? Benötigte Erfahrungsstufe 10. Nein, wir sind doch gerade gestorben und haben alles verloren. Oh mein Gott. So kurz vorm Verzaubern. Ja, RIP. Das heißt, wir könnten jetzt gar nicht mehr verzaubern. Oh, das ist jetzt ein Rückschlag. Ich wusste aber auch nicht, dass der uns so easy wegsnackt. Ich dachte gerade so, ja, wir haben ja nicht viel verloren, weil wir direkt neben dem Haus sind, aber wir haben alle unsere Level verloren. Oh nein. Aber ich glaube, wir brauchen eh noch ein bisschen länger, um hier diese Regale zu farmen, weil das Zeug hier ist noch gar nicht gewachsen. Deswegen ist es jetzt nicht so schlimm. Ja, hier haben wir wenigstens ein paar Fossilien. Wir brauchen ja eigentlich nur ein bisschen Reliktschrott. Dann ist alles cool. Aber Fossilien sind echt gut so zu finden an Felsen. Muss man einfach mal sagen. Muss nur die Augen offen halten. Da ist zum Beispiel auch eins. Weil manchmal übersieht man die. Weil die halt nicht so einen auffälligen Block haben. Fällt eigentlich nur dadurch auf, dass er pixelig aussieht. Weil er vom Texture Pack nicht ersetzt wird. Und das war eine gute Ausbeute. Und einmal Reliktschrott. Sehr schön. Das wäre wenigstens heute nochmal ein Erfolgserlebnis, wenn wir das Schwert fertig kriegen. Wenn das mit dem Verzaubern schon nicht klappt. Dann immerhin das. Oh ja, oh ja. Da war ordentlich Reliktschrott bei. 3 Stück, 9 hatten wir zu Hause. Das heißt, wir sind... Oh, noch eins. Da oben sind noch mehr Fossilien. Oh, das ist ja richtig gut hier. Geh nie wieder buddeln. Und wir haben noch einen Reliktschrott gerade bekommen. Ich gehe jetzt nur noch in so Berglandschaften danach suchen. Junge, wie viel ist das? Das ist ja unendlich. Alter, wir haben jetzt schon 12 Biofossilien und 7 Reliktschrott. Das ist ja heftig. Ich würde jetzt gerne noch weiter erkunden und noch mehr buddeln hier. Aber it's time to go zurück. Home sweet home erwartet uns. Und unsere Ausbeute ist mehr als gut. Also von daher, da kann ich mich nicht beklagen. Oh, es hört nicht auf. Wird immer mehr. Man muss es ja auch mitnehmen. So viel Reliktschrott, so gut. Ich bin zu Hause, meine Dinos. Geht's euch gut? Boah, sind die gewachsen? Holy shit. Also der ist jetzt wirklich fast ausgewachsen, da bin ich mir sicher. Mal den Alo an. Ist ja riesig. 300 Fuß noch. Das ist alles easy. Sehr schön. Immer schön weiter wachsen. Bald haben wir ein Reittier, auch wenn er das vielleicht nicht sein wird. Und ich denke nicht, dass jetzt hier noch was schief geht. Also das läuft definitiv durch und wir können eventuell sogar gleich noch so einen Helm dazu packen. Ich weiß halt nicht, ob der besser ist als ein Dia-Helm. Wenn wir gleich mal auf die Drop-Chance gucken, weil das Schwert hat, glaube ich, eine sehr niedrige Chance. Ja, wahrscheinlich kleiner als 1%. Dass das klappt. Ne, dass man das rausbekommt, okay. Also ist wirklich super gering. Seht ihr auch die Wahrscheinlichkeit? Hä? Wie nicht? Oder muss ich auf den Analysator oder sowas gehen? Auch kleiner als 1%. Okay. Und davon haben wir 3 Stück. Ah ja. Alles klar. Ja, dann weiß ich auch nicht.
Egal, wir lassen es durchlaufen. Das klappt definitiv diesmal. Stegosaurier-DNA. Wie cool ist das denn? Oh, wir kriegen hier eine coole DNA nach der nächsten. Ceratops haben wir schon. Aber die Biofossilien haben jetzt auch mal ein bisschen was gebracht. Stegosaurier haben wir auch noch gar nicht in freier Wildbahn gesehen. Also der hier kommt definitiv nach hier unten rechts zu meinen Favoriten. Aber wir haben schon so viel hier. Das ist echt unglaublich. Wie sieht's hier aus? Oh, das ist fast fertig. Ist ja perfektes Timing. Zum Ende der Folge nochmal ein bisschen Glück hier. Was sehr gut ist. Da haben wir's. Antikes Schwert. Yes. Es hat jetzt 10 Stück gebraucht, ne? Das heißt, wir sollten den Helm jetzt noch nicht machen. Lieber mit ein bisschen mehr Reliktschrott. Packen wir das erstmal hier nochmal rein. Wir haben jetzt das Schwert. Ich weiß nicht, was es kann. Ja, hier ist nichts mehr rausgekommen. Ich würde sagen, wir testen das mal. Vom Schaden her. Let's go. Jetzt haben wir eh nichts mehr zu verlieren. Die neuen Level da. Die machen es auch nicht mehr besser. Er ist jetzt nicht sonderlich stark, oder? Nee. Also entweder greife ich falsch an, oder... Aua. Das war aber schon wieder knapp, Leute. Das war knapp. Aber ohne Schild geht gar nichts. Also das Schild ist wirklich Gold wert. Ich muss sagen, dieses Schwert ist hart enttäuschend. Das irgendwie einen anderen Sinn oder sowas? In der Haupthand. Angriffsgeschwindigkeit, Angriffsschaden. Hä? Ist halt schlechter als ein Dia-Schwert. Schreibt mal gerne in die Kommentare, was dieses antike Schwert bringen soll. Weil ich habe wirklich keinen blassen Schimmer. Beim nächsten Mal werden wir uns dann weiter um das ganze Verzaubern und sowas kümmern, würde ich sagen. Es war aber jetzt alles im Allen eine sehr spannende Folge, auch wenn ich gar nicht so viel geplant hatte. Ich hoffe, die Folge hat euch Spaß gemacht. Dann würde ich mich über ein Like freuen. Ich wünsche euch jetzt noch einen angenehmen Tag. Macht's gut, haut rein. Euer Dandy.